Seitens Gürtelfestival Niederösterreich. In genau 80 Tagen. Nonsens, was ist mit Sturm, Feuern, Tigern, Überfällen und so weiter? Alles schon inbegriffen. Bitte abheben. Gut. Ein Telegramm, noch frisch nach Suez, für Sie. Neues vom Bankräuber. Das Schöne. Oh, Sie erlauben. Sie haben Ähnlichkeit mit die Mona Lisa. Ja, das ist ja allerhand. Na, oh. Monsieur, ich bin aus Paris und habe Madame nur gesagt, dass sie lächelt wie die Mona Lisa. Das war kein Flirt, das war eine Expertise. Ich bin Kunstexpert. Ja, die Künstler, die kenne ich. Weg mit ihnen. Ich möchte mir erlauben anzumerken, ich glaube, der Hinweis von Fix ist sehr glaubwürdig. Ich werde ihn prüfen. Und nicht vergessen, Gin mit Rosmarin. Er ist eiskalt. Wo habe ich mein Beruhigungsmittel? Ist denn nur los, mein Bester? Die Strecke endet hier, Sir. Die Bahnverbindung Bombay-Alamabad ist nicht vollständig ausgebaut. Wird kleingedruckt auf Ihrem Ticket, Sir. Soll ich ihn an seinen Ohren aufhängen? Danke, Passepartout, mir wäre selber danach. Das ist das Ende des Empires. Eine Fahrradglocke gegen Tiger. Es gibt also Tiger in diesem Wald? Oh, Madam, haben Sie vielleicht? Das ist ja ein Elefant. Natürlich, wir sind ja in Indien. Großartig, Passepartout. Ah, und das ist die Maitre von CUNY, Madame Arthur. Sehr erfreut, Mrs. Arthur, dass Sie uns helfen wollen, durch den Dschungel zu kommen. Das Reptil behindert mich beim Verzehr meines Sandwiches. Danke, Passepartout. Das hätte auch schlecht ausgehen können. Ich glaube, ein Schluck Whisky würde uns allen gut tun. Oh, oui, Monsieur. Kali, Kali, Kali. Herrschaften, der Express nach Alamabad geht in 10 Minuten. Dort drüben ist die Wartezone, erste Klasse. Bitte halten Sie sich bereit. Wo bin ich? In Sicherheit, Prinzessin. Phileas Fogg und mein Diener Passepartout, von denen ich stolz berichten darf, dass er sie vor dem Scheiterhaufen gerettet hat. Ja, und die Russie, der Aufzug führt.